Jahre österreichische Energieagentur. Ich möchte natürlich jetzt gleich einmal an die Energieunternehmer die Frage richten. Wir haben heute schon eine Studien- bzw. Umfrageergebnisse gehört. Wir haben jetzt zwei interessante Impulsreferate aus dem Bereich der Wirtschaft gehört. Was war denn da jetzt für Sie dabei? Vielleicht fangen Sie gleich mal an. Ja, danke für die Einladung. Danke auch für die Frage vielleicht vorweg. Zunächst einmal Herbert Lechner und Peter Trautmann, Happy Birthday. Die 40 Jahre sieht man euch nicht an. Ja. Sie sind mehr, aber egal. Also Happy Birthday und ich freue mich, dass ich auch in der Vergangenheit und auch jetzt mit der Energieagentur so gut zusammenarbeite. Wir haben in Georgien Projekte gemacht, wir haben in Kroatien Projekte gemacht vor dem Beitritt zur Europäischen Union. Und das zeigt, dass wir Kompetenz in Österreich für den Energiemarkt haben, der international gefragt ist. Zur Frage und vielleicht auch zu den Ausführungen ganz kurz. Was für mich klar ist, dass wir in der Zukunft vielleicht ganz ein anderes Marktsystem haben, wie wir es vielleicht in der Vergangenheit gelebt haben, wie es vielleicht auch der eine oder andere Regulator in der Vergangenheit diskutiert hat, nämlich, dass wir einen Wettbewerb zwischen Energieunternehmen haben. Den haben wir und das ist natürlich ein Thema, aber ich glaube, in der Zukunft wird es ganz andere Marktteilnehmer geben. Und wenn ich jetzt höre, dass die Energieunternehmen laut der Studie in den Mobilitätsbereich gehen, dann glaube ich, dass eher die Mobilitätsanbieter vorher noch in den Energiemarkt hinzugehen. Das heißt, die in unserem Markt direkt kompetitiv werden und ihre Dienstleistungen um Leistungen aus der Energiewirtschaft erweitern. Ein Elektroauto kann man auch leicht gleich mit Strom verkaufen und das ist dann ein Thema, wo man sehr nahe am Haushalt bereits ist und vielleicht dann auch den Strom gleich mitverkauft. So wie es auch der Handel immer wieder ja auch diskutiert. Das heißt, unsere Mitbewerber werden nicht nur die Amazons und so weiter, die immer wieder herangezogen werden in den Beispielen sein, sondern auch der Handel, die Mobilitätsanbieter und viele, viele andere. Und daher, glaube ich, ist der wesentliche Fokus, den wir als Energie Steiermark auch legen, dass wir grün, innovativ und digital sein wollen. Und das heißt, wir sind auf der einen Seite Infrastrukturprovider und das freut mich sehr, dass auch die beiden Vorredner ja gesagt haben, Infrastruktur ist wichtig. Das waren wir, sind wir, werden wir immer sein. Aber dass wir zusätzlich im Wettbewerb und mit unseren Dienstleistungen auch in einem sehr, sehr kompetitiven Wettbewerb sind. Ich denke, das ist gut so. Was auch schön ist, ist, dass man Strom braucht. Wir bauen ja auch das eine oder andere Kraftwerk, was medial diskutiert wird. Und da zeigt sich schon eines. Wenn ich die Zahl vom Herrn Neugebauer heranziehe, was 1000 Terawattstunden in Österreich, in Europa, 70 Terawattstunden brauchen wir in Österreich. Das heißt, mehr als 10-mal den österreichischen Verbrauch alleine im Mobilitätsbereich. Da wird es, glaube ich, vielleicht das eine oder andere PV-Panel brauchen, das eine oder andere Windrad brauchen. Aber ich glaube, da wird es viele, viele andere Technologien in der Zukunft auch brauchen und das macht mir auch für die Energiewirtschaft zuversichtlich. Okay, danke, das war jetzt eh schon eine Menge. Ich würde nämlich ganz gerne wissen, auch was der Herr Steinecker, stimmen Sie dem zu, was der Herr Graf hier sagt, auch was den Mitbewerb betrifft, den künftigen? Natürlich stimme ich dem zu, aber möchte trotzdem differenzierende Anmerkungen machen, damit es nicht zu uniform hier auf der Bühne wird, was die E-Wirtschaft anbelangt. Herr Graf sagt, digital innovativ, was war dann noch? Und grün oder grün digital innovativ. Unser Credo lautet dazu, digital innovativ individuell. Das heißt, wir sehen einen großen Bedarf, die Dinge für den Endkonsumenten maßzuschneidern. Wenn man heute in die Tariflandschaft schaut, da hat eigentlich jeder von uns so ein Sample von 15 bis 20 Tarifen im Angebot. Alsbald, wenn der vollständige Smart Meter Rollout mit Ende 2019, bei manchen wird es noch etwas länger dauern, vollendet ist, werden wir nicht 15 Tarife haben, dann werden wir vielleicht 50.000 Tarife haben, um den Grad der Individualität damit zu verdeutlichen. Aber kurz die andere Reflexion auf die Vorredner, einschließlich dem Professor Lechner. Was mich ein bisschen wundert, ist die Erkenntnislage, es geht Richtung E-Mobilität und nicht Richtung Wasserstoff hin. Das hat mich auch bei Ihnen von der BMW-Seite verwundert. Ich glaube, bedingt an die Elektromobilität. Ich glaube,
in den urbanen Zentren von London über New York und auch Wien wird die Elektromobilität eine bedeutende Rolle spielen, weil man sonst gar nicht mehr reinfahren darf. Man wird wahrscheinlich gratis parken, man wird gratis das Auto betanken dürfen, aber dann ist schon zusammengeräumt. Im Überlandbereich wird das Wasserstoffauto sein. Jetzt noch eine Zeit lang der konventionelle Antrieb, aber ich glaube, dass aus dem asiatischen Bereich, vielleicht auch aus Amerika, der Trend hin zum brennstoffzellenbetriebenen Auto, aber nicht betankt mit Wasserstoff, sondern mit CNG und anschließender Reformation, künftig das Thema im Verkehr dann sein wird, was mehr oder weniger früher oder später den Elektroantrieb wieder eher in den Hintergrund bringen wird, ich würde nicht sagen zum Vergessen bringen wird. Okay. Warum begründe ich das? Alleine mit Energieinhalt, ein Kilo Batterie hat 0,2 Kilowattstunden Energieinhalt, klassisches Brennstoff Kilogramm, also Diesel oder Benzin, hat in etwa 20 Kilogramm. Und das macht den deutlichen Unterschied. Eine zweite Verwunderlichkeit. Man Herr Steiniger, spricht lassen Sie den Herrn Neugebauer da ganz kurz was dazu sagen. Unbedingt. Ist das okay? Bitte. Herr Leier, ich komme gleich zu Ihnen auch, aber das wäre, glaube ich, so ein Zeitpunkt, den wir gleich aufgreifen sollten. Die Verwunderung des Herrn Steiniger, der E-Mobilität. Ja, ich versuche da ein paar Ergänzungen dazu. Also Wasserstoff ist eine Option für den Verkehr. Wasserstoff ist eine Option. Wasserstoff macht nur dann Sinn, wenn er erneuerbar erzeugt wird. Wie kann ich Wasserstoff erneuerbar erzeugen? Indem ich Strom nehme und über Elektrolyse Wasserstoff erzeuge. Dann habe ich Wasserstoff und was mache ich dann mit dem Fahrzeug? Ich mache aus dem Wasserstoff über die Brennstoffwelle wieder Strom. Also, ich habe Strom, mache Wasserstoff, dann mache ich wieder Strom draus. Das heißt, da habe ich Wirkungsgradverluste. Das ist der Nachteil. Der Vorteil ist, dass Wasserstoff ein sehr guter Energiespeicher ist. Und Sie wissen, jetzt spreche ich gerade für mein Haus BMW, wir machen seit mindestens 40 Jahren machen wir Wasserstoff und haben Wasserstofffahrzeuge und wir haben aktuell auch Wasserstofffahrzeuge in der Entwicklung und Prototypen, die rumfahren. Nichtsdestotrotz, das Thema Wasserstoff wird aus unserer Sicht nicht kommen über die Automobilindustrie. Das Thema Wasserstoff wird kommen als, vermute ich jetzt, als Nichtfachmann, als Medium für einen saisonalen Energiespeicher. Wir haben ja das Thema, wie kann ich Energiespitzen, Erzeugungsspitzen speichern, und zwar nicht nur Tagespeaks, sondern auch saisonal. Da vermuten wir, wird Wasserstoff, eine Wasserstoffenergiewirtschaft entstehen oder ausgebaut werden. Wir haben sie ja schon in Teilbereichen, sie wird ausgebaut werden. Wenn dieser Wasserstoff verfügbar ist, ist er unter Umständen eine Option für den Schwerlastverkehr. Wird geprüft, sind sich auch die Firmen noch nicht einig. Und wenn der für den Schwerlastverkehr eine Option ist, dann könnte es sein, dass wir damit auch mit PKWs rumfahren. Der Vorteil, um das nochmal zusammenzufassen, von Wasserstoff, es ist ein toller Energiespeicher. Der Nachteil ist, ich muss ihn erneuerbar erzeugen und verliere damit in der Wirkungsgradkette ganz erheblich über den Strom, den ich eigentlich ja schon zum Fahren brauchen könnte. Aber die Vorteile haben Sie gut beschrieben mit der Energiedichte und der Strecke, die ich einfach bewältigen kann. Dankeschön. Herr Steiniger, Sie dürfen auch gleich Ihren zweiten Punkt anführen, aber zuerst ist der Herr Leier dran. Dankeschön. Stimmen Sie dem zu, was der Herr Neugebauer gesagt hat, weil Sie haben so genickt, und was hat Sie am meisten überrascht heute an diesen Aussagen? Also überrascht, ich stimme mal den beiden Industrievertretern zu, dass auch die Zukunft vom Kunden gestaltet werden wird. Was er möchte, welche Bedürfnisse er hat, welche Komfortwünsche, das wird takten. Das wird takten bis in nationale Politiken hinein, bis nach Brüssel hinein. Da sind wir überzeugt davon. Daher gehen wir in vielen Ansätzen, die jetzt hier stattfinden, bin ich der Meinung, nicht wirklich den idealen Weg. Unser Haus hat den Ansatz, Technologie mit Technologie gestalten, wie es auch die Automobilindustrie macht. Wir haben Technologien, die Ziele sollten nicht mehr so punktuell vorgegeben werden, einschränkend, sondern auch in den Rahmengesetzgebungen größere Spielräume stattfinden in der Zukunft. Warum? Weil die Energiewelt immer komplexer wird und dadurch der Gesetzgeber und der Rahmensetzer immer hinterherläuft. Wir wollen keine Entwicklung wie bei
bei Uber oder Airbnb, wo man hinten nach Dinge einfängt, sondern wenn man vorher zu sehr reguliert hat, hier sollten offene Regulative in der Zukunft sein, dann wird es eine bessere Bewegung geben. In einem unterscheide ich mich schon, wenn man die Geschichte anschaut, auch wie die Wäsche nicht mehr händisch, sondern mit Waschautomaten und Wäschetrocknern behandelt wurde, sind die Stromerzeuger oder Energieerzeuger nicht in die Produktion von Waschmaschinen eingestiegen. Da werden wir beide gut tun, jeder nach dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten vorzugehen. Laut Herrn Graf wird es aber anders laufen, dass Sie eben das nicht den Strom für das E-Auto liefern, sondern dass mir der vom Hersteller schon mitgeliefert wird oder dort ein Angebot kommen wird. Müsste der Hersteller in die Stromerzeugung hineingehen? Ich glaube, es hat einer der beiden Herren erwähnt, wir haben einige große Industriebetriebe, die sich hier versucht haben. Der Erfolg war sehr bescheiden. Okay. Es ist halt dort, wo man Profi ist, hat man sicher die besseren Chancen. Wir bauen auch keine Elektroautos und werden das auch nicht tun. Und wir sehen unsere Aufgabe in der Zukunft, Mittel zu schaffen, dass der schwankende Strombedarf bereitgestellt werden kann. Das ist einer der Hauptpunkte, die wir sehen, also sehr stark in unserem Stammgeschäft konzentriert und die Komfortwünsche der Kunden zu befriedigen. Und da ist es schon angeklungen, wir werden zukünftig noch mit Klimatisierungsbedarf rechnen müssen, der auch auf Stromseite bereitgestellt wird. Mit Erneuerbaren geht das, aber da wird auch der Kundenwunsch hingehen. Da kommen dann noch zusätzliche Terawattstunden dann dazu. Also wir wollen im Stammgeschäft direkt drinnen bleiben. Okay. Der Herr Leier, Herr Steinecke, sofort. Herr Graf, Sie haben von einem anderen Modell zuerst gesprochen. Ich glaube, das Modell unterscheidet sich gar nicht so wesentlich vom Dr. Leier. Meines geht nur um zwei Schritte weiter. Ich glaube, es geht einfach darum, dass es zukünftig ganz eine andere Art und Weise der Zusammenarbeit auch über Branchen hinweg geben wird. Mhm. Jetzt sind wir alle in unseren Branchen verhaftet und konzentrieren uns auf unsere Kernkompetenzen und auf unsere Fähigkeiten. Ich glaube, da wird es eine branchenübergreifende, stärkere Zusammenarbeit geben und somit löst sich dieses Thema auf. Ich glaube auch nicht, dass eine Automobilindustrie oder ein Handel ganz stark in die Erzeugung und so weiter hineingeht. Aber wir haben beispielsweise eine Kooperation mit einer Online-Bank, wo es eine klare Aufgabenteilung gibt. Das eine ist der Online-Vertrieb, dieser ganze Multichannel-Bereich, die Abwicklung Richtung Kunden. Und das andere ist, dass wir das Energieportfolio bereitstellen, die Energieaufbringung durchführen und die sehr komplexe Abrechnung im Strombereich machen. Also ich gehe davon aus, dass branchenübergreifende Zusammenarbeit viel, viel stärker gehen wird. Vielleicht nicht nur in Kooperationen, sondern auch in gemeinsamen Gesellschaften. Und wenn man sich diese europäische Plattform von Ihnen ansieht, dann kann sich genau sowas aus solchen Plattformen ja entwickeln, nämlich branchenübergreifend enger geschäftlich auch zusammenzuarbeiten und nicht nur Rahmenbedingungen zu machen, sondern wirklich ins Geschäftsmodell hineinzugehen. Bitte, Herr Nagelbauer, Sie wollen was dazu sagen? Ja, zu dem Punkt branchenübergreifende Zusammenarbeit, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt und wir sind hier an einer Trendwende. Also wenn ich gerade die Automobilindustrie nehme, dann waren wir in den letzten Jahrzehnten in der Lage, Innovationen in den Markt einzuführen aus eigener Kraft. Also nehmen Sie ein ABS-Bremssystem, das haben wir gemacht, zusammen mit den Zulieferern, mit den Ingenieursbüros, das konnte die Automobilindustrie machen und da hat man niemanden dazu gebraucht. Wenn Sie heute an das Thema Digitalisierung denken, dann geht das ohne eine Telekommunikation, ohne die Telekommunikationsbranche nicht. Wenn Sie an das Thema E-Mobilität denken, dann geht es ohne die Stromversorger nicht, dann geht es ohne die Ladeinfrastruktur nicht, dann geht es ohne Städte und Kommunen, die das aufbauen, nicht. Wenn Sie an automatisiertes Fahren denken, dann geht das ohne Gesetzgeber nicht, der auch Rahmenbedingungen schafft. Das heißt, wir sind in einer Zeit, und da wird die Automobilindustrie sich wahrscheinlich gar nicht stark unterscheiden von anderen Branchen, dass wir wirklich bahnbrechende Innovationen, und die brauchen wir, um die Herausforderungen zu schaffen, dass wir diese bahnbrechenden Innovationen nicht mehr aus der eigenen Kraft unseres Segments in den Markt bringen können, sondern nur noch zusammen mit Partnern, mit denen wir, die wir zwar bisher gekannt haben, aber mit denen wir nicht wirklich zusammengearbeitet haben. Und
Das ist neu und das müssen wir auch lernen. Und ich lerne auch in meiner Technologieplattform, wenn ich mich mit Ingenieuren unterhalte von der Kommunikationsbranche, Telekoms, die sprechen eine andere Sprache. Wir sprechen zwar beide Englisch oder beide Deutsch oder wie auch immer, aber es ist eine andere Sprache, es ist ein anderes Verständnis, eine andere Herangehensweise. Und das müssen wir lernen und das macht die Aufgabe aber auch für uns alle spannend. Herr Scheinecker, Sie haben zuerst von einem zweiten Punkt gesprochen, den Sie der Ihnen aufgefallen ist, beziehungsweise erwähnen wollten. Bitte sehr. Kurz noch eine Reflexion. Ich gehe nicht davon aus, dass Atom- oder Kohleerzeugung künftig die Basis ist für die Wasserstoff, für den Elektrolyseprozess, sondern man kann die übermäßigen Windproduktionen sehr gut dafür verwenden. Sie kennen das Thema synthetisches Erdgas. Da habe ich alle Möglichkeiten und ich glaube, dort wird künftig eine tolle Nutzung sein, um auch Wasserstoff aus ökologisch einwandfreier Produktion zu bekommen. Und es ist immer besser, den Wind in seiner Stochastik für solche Prozesse der Elektrolyse zu verwenden. Es wird damit das Netz zu ärgern. Und das, was wir momentan erleben mit der Grenzbewirtschaftung Österreich und Deutschland, ist ja ein Fazit des Netzärgerns, weil es ja die innerdeutschen Leitungen dafür nicht gibt. Zu dieser Anmerkung. Was ich glaube oder was mich verwundert ist, aus den vorhergehenden Ausführungen, wir sprechen noch immer von Versorgungssicherheit. Alle attestieren uns, dass wir in Österreich ein extrem hohes Maß an Versorgungssicherheit haben. Dort, wo ich die große Herausforderung sehe, ist in der Versorgungsqualität. Also wir werden viele Trafostationen und Umspannwerke noch zu errichten haben, nicht um Mengen an elektrischer Energie hinzubringen zu einem Rewe-Standort oder zu einer Produktionsstätte von BMW, sondern um dort die Versorgungsqualität, Spannung, Frequenz etc. auf dem hohen Maß, das uns die Digitalisierung, die immer höhere Automatisierung abverlangt. Da haben wahnsinnig viele Gelder dort einen Platz und das wird eine der großen Herausforderungen auch für unsere Branche im Dialog mit der dann qualitätshungrigen Branche auf der Produktionsseite, auf der Kundenseite, bis hinein in den Haushalt. Der Haushalt der Zukunft wird nicht mehr ohne Automatisierung auskommen. Und diese Automatisierung, Home Automation etc., braucht ein extrem hohes Maß an Exaktheit des Produktes Strom und verträgt hier keine Spannungseinbrüche, die vielleicht der Bauer irgendwann am Land im Sommer, wenn er die Heuernte eingebracht hat, mir erzeugt hat. Da sagt die Anlage, das will ich nicht, ich schalte ab. Lassen Sie mich die Qualität jetzt auch nochmal anders definieren, weil Sie halt gesagt haben, jeder will so quasi Strom oder Energie, also erneuerbaren Energie, also Luftfahrt, Straßenverkehr, alle. Ist das möglich? Frage ich jetzt die Energieversorger und Betriebe. Herr, wird das möglich sein? Ja, es muss möglich sein. Auf der anderen Seite kam mir das Thema Energieeffizienz auch heute schon gebührend zu Wort. Ich denke, nur die richtigen Schritte müssen schon gesetzt werden. Wenn man jahrelang über Ökostromgesetze diskutiert, statt sie weiter umzusetzen, wird man keinen erneuerbaren Anteil in großer Größenordnung bekommen. Der Kunde wird die Rechnung doppelt zahlen später, wenn Strom Mangelware ist zu bestimmten Zeiten und er sie doch braucht. Also hier wäre es besser, rechtzeitig Regeln zu schaffen, dass man einen hohen erneuerbaren Anteil bekommen kann. Gerade Österreich hat sehr gute Voraussetzungen mit der hohen Wasserkraft, die wir quer durch die Lande haben, aber auch mit den bevorzugten Windgebieten im Osten des Bundes, des Landes Österreich, unserer Republik. Hier sind Maßnahmen zu setzen, aber auch, wie es Kollege Steiniger gesagt hat, natürlich die Versorgungsqualität neben der Versorgungssicherheit. Und da möchte ich schon einwerfen, wenn einmal fast 40% denken, dass es schlechter wird, dann ist das ein Alarmzeichen. Wir sind derzeit bei 99,9 etwas Prozent, die glauben, dass das gut ist. Also hier gibt es wirkliche Probleme, wenn man in der Zukunft die Technologien ungesteuert einsetzt. Eine Komponente, die ich heute gar nicht angesprochen ist, die sehen wir auch im Transport und im Verkehr. Das sind natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel. Also bevor ich von Wien nach München mit dem Auto fahre, ist besser, man baut eine Hochleistungsbahnstrecke. Nicht? Wird sicher einiges bringen. Hier haben manche Länder in Europa starke Zurückhaltung. Österreich ist ja auch nicht so weit auf dem Sektor. Da gibt es auch spezifisch für den Kilometer pro Person den geringsten elektrischen Energiebedarf. Aber grundsätzlich erneuerbare
müssen weiter gefördert werden bzw. in eine Lage gebracht werden, dass sie zum Durchbruch kommen. Das kann man jetzt machen mit Förderung oder CO2-Steuer, bin ich auch kein Freund. Warum? Historisch haben die größten Wirkungen Regelsetzungen gebracht. Grenzwerte für SO2 bei den Kraftwerken, für NOx bei den Kraftwerken. Dann ist man auf den unseligen CO2-Handel gekommen. Man hätte genauso gut Mindest-CO2-Emissionen je produzierter Kilowattstunde vorschreiben können, hätten wir sogar einen dramatischen Technologieschub erhalten, der die Industrie gefördert hätte. Also hier haben wir die falschen Instrumente. Und mir ist schon klar, Steuern sind sehr attraktiv, besonders für Finanzminister in der EU. Da kann man Geld gewinnen, aber man bewegt keine neuen Technologien. Da sehe ich den großen Mangel. Ja, das ist die Message an die Politik. Die Landesvertreter kommen eh gleich noch bei uns zu Wort aus den Bundesländern. Ja, ich wollte jetzt in den Bogen auch noch mal zur Wirtschaft spannen. Ich glaube, das wäre auf diesem Podium die bessere Idee. Ich möchte jetzt nicht der Verfechter der CO2-Steuer auch sein. Ja? Aber mir ist schon wichtig, das ein bisschen zu erläutern. Und ich glaube schon, dass wir auch zu Innovationen kommen könnten darüber, weil es die natürlichere im Grunde Ergänzung auch dazu wäre, zu Impulsen zu kommen, in Energieeffizienz tatsächlich zu investieren. Und aus den Investitionen in Energieeffizienzmaßnahmen, in Überlegungen, kommen ja dann auch wieder die Innovationen. Das heißt, und die CO2-Steuer soll kein Hilfsmittel sein, um die Finanzen der Finanzminister oder die Budgets der Finanzminister zu sanieren, sondern das muss einen Ausgleich geben, natürlich. Ja. Aber wenn wir jetzt CO2 als das Urproblem im Grunde in unserem Umweltschutzdenken festgestellt haben, dann wäre es nur logisch, genau diesen Parameter teurer zu machen, weil er ist eben aus Zertifikatehandel und so weiter nicht teuer genug an der Stelle. Und es würde an vielen Stellen sozusagen, würden sich die Kosten erhöhen, sodass der Anreiz, Energieeffizienzmaßnahmen zu setzen, größer wäre. Und der muss entsprechend groß sein dann natürlich. Ja. Aber immer bei vollem Ausgleich und dann würden auch die Innovationen kommen. Der Kostenfaktor, den wollte ich als nächstes ansprechen. Sie haben das gesagt, der Energiebedarf steigt, die Kundenwünsche in Ihrem Fall steigen, dem müssen Sie sozusagen gerecht werden. Da kommt auch der Kostenfaktor beim Strom letztendlich wieder zu tragen. Was wünschen Sie denn da voneinander? Vielleicht, wenn wir hier mal Wirtschaft und Versorger hier verknüpfen. Herr Graf, bitte. Was wünschen Sie sich da, was können Sie geben? Vielleicht bringen wir das Gemeinsame, das wir am Podium haben, nur mal in den Vordergrund. Ich glaube, uns ist einiges gemein hier am Podium, nämlich wir wollen versuchen, den Fuel Switch umzusetzen, also weniger Fossile in den unterschiedlichen Bereichen hineinzubringen. Was wir natürlich als Energieunternehmen wollen, ist, dass wir einen starken Anteil am elektrischen Bereich haben und man darf ja eines nicht vergessen, eine Tankfüllung eines E-Golf mit 40 Kilowattstunden ist der Verbrauch von 4 durchschnittlichen Haushalten an einem Tag. Das heißt, das ist schon eine Menge, einmal volltanken E-Golf sind 4 Haushalte. Das heißt, das Interesse, was wir haben, ist, den Fuel Switch mit zu gestalten, dafür die Infrastruktur natürlich zu bewerkstelligen und auf der anderen Seite auch in neuen Geschäftsmodellen und Partnerschaften hineinzugehen. Und ich denke, da können wir einiges bieten, weil den Energiemarkt kennen die Energieunternehmen wohl am besten. Wir können die Prozesse am besten abwickeln und wir haben Kernkompetenzen in diesem Bereich. Und ich bin ganz beim Herrn Steinecker. Natürlich die Spannungsqualität, die Frequenzhaltung und diese Dinge werden für die Industrie und bis zu den Haushalten immer wichtiger werden. Und daher ist das Thema Infrastruktur einfach ein wesentliches. Und da sehen wir, dass das Infrastrukturthema nicht nur Strom, sondern es ist, das zusammenwächst. Strom, Wärme, Gas, Telekommunikation ist ja bereits angesprochen worden. Das sind Themen, die wir als Infrastrukturprovider auch bieten können, mit halt auch neuen Geschäftsmodellen. Ich glaube, die Offenheit hat sich in der E-Wirtschaft mittlerweile durchgesetzt. Das war in der Vergangenheit sicher immer eine sehr, sehr starke Innensicht. Ich glaube, diese Innensicht wird zusehends aufgebrochen durch Technologiewandel. Ich möchte so eine abschließende Fragerunde oder eine Frage an Sie alle stellen, an jeden Einzelnen, die Sie bitte mit ein, zwei Sätzen kurz zu beantworten. Was ist denn aus Ihrer Perspektive sozusagen notwendig für die Weichenstellung? Was wünschen Sie sich von der Energiepolitik in Zukunft, wenn wir jetzt an 2027 denken? Vielleicht, Herr Graf, fangen Sie gleich an. Sie haben schon ein Mikro. Na bitte, dann fangt der Herr Steinecker an, bitte, wenn Sie so lieb sind.
Mit einem Schlagwort, ich wünsche mir Geschwindigkeit. Okay. Wir sind in all den Maßnahmen, die die Physik von uns mittlerweile abverlangt, die die modernen Kunden, die immer dynamischer werdenden Kunden von uns abverlangen und wir es auch können, vermisse ich im Regelwerk das hinten nachhängen, die zu geringe Geschwindigkeit. Mhm. Spannend. Herr Leier, bitte. Ich möchte darauf aufsetzen. Wir haben in der Energiewirtschaft, vor allen Dingen in der Stromwirtschaft, ein Regelwerk, das baut auf den Blick nach rückwärts auf. Überwindung des Monopols hinein in einen Wettbewerb. Da sind Dinge entstanden, die uns in der Zukunft hinderlich sein werden. Ich erinnere nur an Unbundling, ist sogar in Brüssel schon eine Diskussion. Beim Zähler im Haushalt sind alle Dinge notwendig. Wenn der Haushalt produziert, ist er Produzent. Wenn er was ins Netz schickt, dann hat er mit dem Netz zu tun. Hier hat man Regeln geschaffen, die andere Inhalte hatten, die waren berechtigt. Und da muss man jetzt wieder nach vordenken, wie schafft man neue Regeln, damit das System optimal funktioniert. Mhm. Herr Graf, Sie als Vertreter der Energiewirtschaft. Ich bin selten so einig gewesen mit Herrn Steinecker wie heute. Das ist unglaublich. Offenbar der Rollentausch tut uns gut. Ich wünsche mir von der Energiepolitik auf Bundesebene, dass Energiepolitik gemacht wird. Und Energiepolitik auch so verstanden wird, dass sie sowohl Wirtschafts- und Standortpolitik als auch Sozialpolitik ist. Und jetzt will ich nicht Fishing for Compliments machen, wenn Landespolitiker unter uns sind, aber auf Landesebene wird Energiepolitik gemacht und ich glaube, das wäre schön, wenn das in Zukunft auch auf Bundesebene wieder stattfinden würde. Dankeschön. Herr Preuß? Ja, ich möchte es einfach halten jetzt auch. Ich habe vorher schon gesagt, Versorgungssicherheit ist für uns ein ganz wesentlicher Punkt, weil wir eben total abhängig sind, insbesondere vom Strom. Und der zweite Punkt, in diesen vielen Themen, die wir eben angehen, brauchen wir natürlich die erneuerbare Energie. Die muss, haben wir vorher schon angesprochen, in ausreichendem Maß einfach dann irgendwann einmal zur Verfügung stehen. Da glaube ich auch, dass uns das gelingen wird müssen. Wir müssen natürlich auch schauen, dass wir das sozusagen diese zeitlichen Schwankungen, diese Verwerfungen in irgendeiner Weise, sei es durch Erzeugung von Wasserstoff oder andere Maßnahmen, dass wir das in irgendeiner Weise puffern, dass wir Speichersysteme finden, die effizient und wirtschaftlich sind. Das ist sicherlich auch eine große Herausforderung an der Stelle. Das wird auch gelingen, da bin ich auch sehr hoffnungsfroh. Die Menge muss da sein. Die Technologien dann sozusagen nur mit diesen erneuerbaren Energien dann umzugehen, sind da, die testen wir, da sind wir jetzt schon dabei und das werden wir auch im Unternehmen und sozusagen in der ganzen Branche so auch umsetzen können, dass wir dann tatsächlich, sage ich jetzt mal mit einer Perspektive 2050 definitiv mehr oder weniger CO2-frei uns dann auch wirklich bewegen und wirtschaften können. Dankeschön. Herr Neugebauer, bitte sehr. Was braucht der Transportsektor von der Energiewirtschaft? Wir brauchen Strom. Wir brauchen viel Strom und wir brauchen erneuerbaren Strom. Wir brauchen die Infrastruktur und wir brauchen uns da gar nichts vormachen. Bei den im Pkw-Bereich und in dem Bereich der Kleinlieferfahrzeuge, der Busse, der städtischen Fahrzeuge geht die Reise Richtung Elektromobilität. Ergänzt durch Verbrennungsmotor, wie dargestellt, aber sie geht Richtung Elektromobilität. Braucht man uns überhaupt nichts vormachen. Jetzt kann man schlau darüber diskutieren, ob es 2 Jahre früher oder 2 Jahre später kommt. Es wird kommen, es wird massiv kommen. Wir haben gar keine andere Chance in Bezug auf die CO2-Gesetzgebung. Wir haben gar keine andere Chance in Bezug auf die Airqualität, also Luftqualität in den Städten. Es wird massiv kommen und Sie hatten den E-Golf als drastisches Beispiel genannt. In einigen Jahren werden Sie froh sein, wenn Sie nur diesen E-Golf zu laden haben, denn der Kunde möchte mehr Reichweite und er möchte nicht auf das Laden warten. Das heißt, die Batterien werden erheblich größer werden, die werden erheblich größer werden und die Ladeleistung wird erheblich steigen. Wir haben jetzt Forschungsprojekte laufen, wo wir über eine Ladeleistung im Pkw-Bereich von 300 Kilowatt sprechen. Über 300 Kilowatt sprechen und das in einer großen Batterie. Und da müssen wir uns vorbereiten. Und da ist die Diskussion, kommt das 2 Jahre früher oder kommt das 2 Jahre später, ist letztlich irrelevant, weil wir ja über Infrastruktur sprechen, wo wir Investitionen haben, die ja über Jahrzehnte tragen müssen. Das heißt, wir brauchen Strom, viel Strom und erneuerbar. Ich bedanke mich. Das war irrsinnig spannend und ich bedanke mich vor allem ganz herzlich für Ihre Zeiteffizienz im Rahmen Ihrer Ausführungen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.